Geld ist nur Geld, schreibt Ulrike Herrmann in der Taz, sie ist Wirtschaftsredakteurin, und wenn sie schreibt, Geld ist nur Geld, dann klingt das ja fast blasphemisch, denn Geld ist ja nicht einfach nur Geld und Geld ist ja nie weg. Schönen guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Der IWF hat recht, schreiben Sie, man muss die griechischen Schulden streichen. Wenn der IWF und Frau Lagarde das sagt, dann legt sie sich doch mit den europäischen Finanzministern an, oder? Ja, das stimmt. Also die Deutschen wollen auf keinen Fall, dass die Schulden von Griechenland gestrichen werden. Aber man muss ja sagen, dass der IWF in der stärkeren Position ist. Also der IWF kann ja auch einfach sagen, okay, wenn die Deutschen nicht einsehen wollen, dass die Schulden gestrichen werden müssen, dann machen wir eben nicht mehr mit und dann beteiligen wir uns eben nicht mehr an dem dritten Hilfspaket. Und genau das hat Christine Lagarde ja jetzt auch angekündigt, dass der IWF erstmal draußen bleibt. Sie sagen, sie zeigt klare Kante und sie kann auch nicht mehr zurück. Also sie sagt, der Schuldenschnitt sei unvermeidlich. Das ist ja eigentlich eine neue Position, oder? Also man muss sagen, dass der IWF das schon länger sagt, auch weil viele Länder im IWF langsam nervös werden. Man muss sich das ja so vorstellen, der IWF ist eine internationale Organisation, da sind 188 Länder Mitglied und dazu gehören auch Länder wie Brasilien, Malaysia oder Indonesien, die deutlich ärmer sind als Griechenland. Und die fragen sich alle schon, ja, was machen wir da eigentlich in Europa? Warum kann das reiche Europa die Griechen nicht selber retten? So, also es gab sowieso schon immer ziemlich viel Unruhe unter den ärmeren Mitgliedstaaten des IWF. Und dann ist denen natürlich inzwischen längst gedämmert, dass wenn man Geld nach Griechenland gibt, dass man das nicht wieder sieht, aus dem schlichten Grund, dass die Griechen es einfach ihre Schulden einfach nicht zurückzahlen können. Und deswegen entsteht dann so ein Druck, da endlich mal aufzuräumen oder eine echte Buchführung einzuführen und da nicht immer nur zu schummeln und sich selbst in die Tasche zu lügen. Und die wollen eben, dass man jetzt sagt, okay, die Hälfte der Schulden ungefähr muss gestrichen werden. Die griechischen Staatsschulden, dass man sich das nochmal vorstellen kann, die belaufen sich auf 322 Milliarden. Das ist ja 180% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist eine ganze Menge. Das Geld ist dann richtig weg oder was würde denn ein Schuldenschnitt bedeuten? Ja, also man muss sich klar machen, dass das Geld tatsächlich erstmal weg ist. Also wenn man nochmal in die Geschichte zurücksteigt, in die Jahre bis 2010, dann war es so, dass vor allem ausländische Banken, vorneweg deutsche und französische Banken, haben den Griechen immer zu Geld geliehen, obwohl man eigentlich auch damals schon hätte wissen können, dass die dieses Geld nicht zurückzahlen können, hat die deutschen und französischen Banken aber nicht weiter interessiert. Sie haben das Geld trotzdem geliehen. Auch die EZB als Aufsichtsbehörde hat geschlafen, auch die Bundesbank als Aufsichtsbehörde hat geschlafen. Naja, und so haben die Griechen einfach zu viele Schulden aufgenommen. Und das weiß man ja auch, wenn man selber ein Haus baut, dass man sich nicht leisten kann. Das ist dann eben am Ende, kann man die Kredite nicht zurückzahlen und das bedeutet nichts anderes, als dass Geld weg ist. So, und 2010 hätte man eigentlich auch schon einen Schuldenschnitt machen müssen, weil auch schon damals klar war, dass die Griechen ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Das hat man dann aber erstmal verschleppt, sozusagen, diesen Konkurs. Und jetzt ist aber 2015 endgültig klar, dass das nichts wird und dass man da Teile der Kredite abschreiben muss. Also was eben passiert ist, das wird auch oft in Deutschland nicht richtig verstanden. Man hat sozusagen staatliches Geld an die Griechen gegeben, damit die dann deutsche und französische Banken bezahlen können oder damit sie ihre Kredite bei den deutschen und französischen Banken zurückführen können. Das heißt, eigentlich ist mit den Geldern aus Deutschland und Frankreich sind deutsche und französische Banken gerettet worden. Das Geld ist eigentlich nur in ganz kleinen Teilen überhaupt jemals in Griechenland angekommen. Das heißt, die Privatbanken, die Privatgläubiger sind raus aus dem Spiel? Genau, ja, denn inzwischen ist es so, dass ungefähr 89% der griechischen Schulden bei öffentlichen Institutionen liegen. Nun könnte man ja auch das ein bisschen strecken, ein Schuldenmoratorium machen und den Griechen ein bisschen Zeit geben in der Hoffnung, dass das Geld zurückkommt. Und da gibt es ja so Berechnungen, was für ein Wachstum da sein müsste in Griechenland. Diese Rechnungen funktionieren nicht so richtig? Ja, also auf diese schlaue Idee, das ist ja ein beliebter Trick, dass man die Zinsen senkt, die Schulden streckt und erstmal am Anfang so eine kleine zinsfreie Phase macht. Auf die Idee ist man schon gekommen und das führt eben dazu, dass man diesen Trick gar nicht mehr anwenden kann. Also das wurde auch
von dem IWF schon ausgerechnet, dass die durchschnittlichen Zinsen nur noch 2,3% für die Griechen betragen. Und das ist also schon sehr wenig. Da kann man kaum noch dran drehen. Und deswegen ist ja jetzt die Idee des IWF, dass man einfach die Schulden wirklich streichen muss, dass das nicht mehr reicht, die einfach nur zu strecken. Da müsste ja Wolfgang Schäuble und die europäischen Finanzminister sagen, ja, wir machen mit, oder könnte das der Internationale Währungsfonds auch allein machen? Naja, der Internationale Währungsfonds hat den Griechen insgesamt so ungefähr 35 Milliarden Euro an Hilfskrediten zugesagt. Davon hat der IWF Teile auch schon wieder zurückbekommen. Teile wurden nie ausgezahlt. Das heißt, der IWF ist gar nicht besonders stark in Griechenland engagiert und hat zudem den Vorteil, dass er vorrangig bedient werden muss, wie das technisch heißt. Also als allererstes müssen immer die Kredite an den IWF zurückgezahlt werden. Das heißt, der IWF kann ziemlich sicher sein, dass er sein Geld in jedem Fall zurückbekommt und kann natürlich jederzeit auch aussteigen. Also für die anderen, für die Europäer ist das schwieriger, denn die haben dann insgesamt so ungefähr 200 Milliarden an die Griechen geliehen. Aber der Punkt ist ja eben, dass es gerade für Deutschland einen unglaublichen Imageschaden bedeuten würde, wenn der IWF jetzt nicht mehr teilnehmen würde an den Hilfspaketen. Denn es war ja die Idee von Deutschland, dass der IWF teilnehmen sollte. Ich meine, rein materiell hätten die Europäer sich das auch alleine leisten können, die Griechen zu retten. Aber man wollte den IWF eben unbedingt dabei haben, so als unabhängige Experteninstitution, die auch natürlich schon viel Erfahrung hat mit Ländern, die pleite sind. Der IWF ist ja weltweit unterwegs. Ja, und deswegen wollte die deutsche Regierung immer, dass der IWF dabei ist. Und wenn jetzt der IWF sagt, ja, wir gehen wieder, weil die Deutschen falsche Vorstellungen haben und eine falsche Politik betreiben, dann ist das natürlich für Wolfgang Schäuble sehr peinlich. Sie sagen ja, es wäre einfach, die griechischen Schulden zu streichen, denn Geld ist nur Geld. Echter Reichtum ist nicht, was als Zahl auf einem Konto steht, sondern es sind die Güter und die Dienstleistungen, die real hergestellt werden. Ist das wirklich so einfach? Ja, also das ist jetzt für viele Leute wirklich schwer zu verstehen. Aber man muss sich ja klar machen, die Kredite, die heute in den Büchern stehen, sind ja Zahlungsvorgänge aus der Vergangenheit. Also die Griechen haben in der Vergangenheit Kredite aufgenommen, um ihren Staat zu finanzieren und um Häuser zu bauen. Aber das ist alles letztlich weg, nicht? Also wenn man mit dem Geld, das man als Kredit aufnimmt, dann ein Haus baut, dann ist letztlich produziert dieses Haus keine Einnahmen, mit denen man diesen Kredit dann wieder zurückzahlen könnte. Das heißt, objektiv ist das Geld weg. So, wenn man das nicht einsehen will, und das ist ja jetzt im Augenblick der Stand der Dinge, man will nicht einsehen, dass das Geld weg ist, erzählt man den Griechen, ja, ihr müsst ganz wahnsinnig sparen, damit ihr unsere Schulden zurückzahlen könnt. Man hat also die Hoffnung, dass man sich irgendwie irrt, dass das Geld in der Vergangenheit weg ist und will wenigstens in der Gegenwart noch ein bisschen was davon sehen. Und das führt dann aber paradoxerweise und perverserweise dazu, dass man die Zukunft zerstört. Denn wenn man jetzt immer nur spart, um vergangene Schulden zurückzuzahlen, dann wirkt man ja in der Gegenwart die Nachfrage ab und die Wirtschaft kollabiert und am Ende sind alle nur ärmer. Und zwar nicht nur die Griechen, die natürlich rasant ärmer geworden sind, sondern die Europäer werden auch ärmer, denn sie verlieren ja in Griechenland ihre Kunden. Was will man denn mit so einer zerstörten Wirtschaft? Das ist auch für den Rest Europas eine Belastung. Gleichzeitig kriegt man das Geld aber nicht zurück, weil die Griechen mit einer kollabierenden Wirtschaft ja ihre Schulden auch nicht zurückzahlen können. Das heißt, weil man an der Vergangenheit klebt, zerstört man die Zukunft. Das heißt, es bräuchte einen Schuldenschnitt, damit die Griechen wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Gibt es denn da in der Geschichte Vorbilder für solche Schuldenschnitte? Ja, ich meine, ein berühmter Fall ist ja Deutschland selbst, nicht? Also 1953, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden Deutschland ja fast alle Schulden erlassen. Deutschland musste auch keine Reparationen zahlen. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die Deutschen haben einen Weltkrieg angezettelt, der am Ende 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Und trotzdem haben die Alliierten dann doch auf Reparationen verzichtet, weil man einfach wusste, aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs und den Reparationsforderungen, die dann in Versailles vereinbart wurden, man wusste also aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges, dass das nicht funktioniert, wenn ein Land seine Schulden zurückzahlen muss, und hat dann die Schulden nach dem Zweiten Weltkrieg eben gestrichen. Und eigentlich müsste man genau das jetzt auch mit den Griechen machen,
Natürlich ist es nicht genau vergleichbar, ob man jetzt einen Zweiten Weltkrieg angezettelt hat oder ob man nur Staatsschulden aufgenommen hat. Das ist politisch nicht vergleichbar, aber ökonomisch ist es letztlich dasselbe. Also man kann aus einer laufenden Wirtschaft nicht gigantische Schuldenberge der Vergangenheit bezahlen. Es funktioniert nicht. Und deswegen könnte Deutschland dieses Geld auch ruhig streichen. Wolfgang Schäuble wird ja vorgeworfen, dass er geschichtsvergessen ist und das, was Sie beschreiben, eben vergessen hat. Vergessen hat er sicher nicht, aber er bleibt da stur. Woran liegt das? Ja, ich meine, das Problem ist ja, man hat irgendwie 5 Jahre lang den Deutschen erzählt, dass der deutsche Kurs eine Wahnsinnserfolgsgeschichte ist und dass die Deutschen alles richtig machen und dass Sparen die Lösung ist. Und wenn man jetzt einräumen muss, dass die eigene Politik überhaupt nicht funktioniert hat und dass man 2015 eigentlich genau da ist, wo man 2010 auch war, nur dass die Griechen inzwischen deutlich ärmer geworden sind, dann muss man ja letztlich eingestehen, dass man sich geirrt hat. Und das ist natürlich für Politiker durchaus unangenehm. Wie geht es jetzt am Ende weiter? Was glauben Sie, wer dieses Kräftemessen gewinnen wird? Das ist völlig offen. Also was ganz klar ist, ist, dass der IWF nicht wieder an Bord geht, es sei denn, es kommt zu einem Schuldenschnitt. Es könnte aber sehr gut sein, dass die Europäer diesen Schuldenschnitt nicht wollen. Es könnte sein natürlich, dass sie dann sagen, okay, wir machen erstmal ein Hilfspaket ohne den IWF. Wie gesagt, rein materiell ist das kein Problem. Allein Deutschland wäre reich genug, Griechenland unter die Arme zu greifen. Also Deutschland könnte das im Zweifel sogar im Alleingang, aber das will man natürlich nicht. Aber das sage ich jetzt nur, damit klar wird, so kostspielig ist Griechenland gar nicht. Es könnte auch sein, dass es überhaupt nicht mehr zu einem dritten Hilfspaket kommt. Also diese ganze Option mit dem sogenannten Grexit, dass Griechenland dann doch irgendwie langsam aus der Eurozone ausscheidet. Auch das ist keineswegs vom Tisch. Ich denke, das wird einfach eine sehr lange Hängepartie. Und was man sich ja klar machen muss, ist, je länger es keine Lösung für Griechenland gibt, die von der erkennbar ist, dass sie dann einige Jahre hält, desto länger wird niemand in Griechenland investieren und die Wirtschaft in Griechenland immer weiter kollabieren. Also das, was man jetzt macht, gerade von europäischer Seite, ist wirklich fahrlässig, weil es ja bedeutet, dass man die griechische Wirtschaft permanent in Geiselhaft nimmt und eigentlich abwürgt. Und je ärmer Griechenland wird, desto schwerer wird es, das Land im Euro zu halten. Aber eins ist ganz sicher, wenn es zum Grexit kommen sollte, dann war das nicht die Schuld der Griechen, sondern die Schuld Deutschlands. Sagt Ulrike Herrmann, sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und danke fürs Gespräch. Ja, bitte.